plötzlich vorbei. Das gemeinsame Leben. Als seine Frau nach 40 Jahren Ehe stirbt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Nur 8 Tage später stirbt auch er. Völlig unerwartet. Ein Tod durch Trauer? Kann es so etwas geben? Schon in den 60er Jahren zeigt eine englische Studie, Witwer sterben in den ersten 6 Monaten nach dem Tod ihrer Frau ungewöhnlich oft an Herzproblemen. Ein anderer Fall. Eine Mutter erfährt, dass ihr Sohn Selbstmord begangen hat. Kurz darauf wird sie mit starken Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte vermuten, dass das mit ihrem Koma zusammenhängt. Selbst schreckliche Naturereignisse scheinen Herzen aus dem Takt zu bringen. 1994 sterben nach einem Erdbeben in Los Angeles ungewöhnlich viele Menschen an Herzproblemen. Er will mehr über den Einfluss von starken Gefühlen auf das Herz herausfinden. Der Kardiologe Christian Templin vom Universitätsspital Zürich. Jedes Jahr werden rund 30 Patienten mit Symptomen eines Herzinfarkts bei ihm eingeliefert, bei denen jedoch die Untersuchung zeigt, die Gefäße sind frei, also kein Herzinfarkt. Die Patienten leiden am sogenannten Broken Heart Syndrom, der Krankheit der gebrochenen Herzen. Ihre Herzspitze ist ausgestülpt, rund wie ein Ballon und pumpt nicht richtig. Die Patienten werden streng überwacht. Bei vielen normalisiert sich die Herzfunktion nach einiger Zeit wieder. Manche sterben aber auch an der Krankheit, der japanische Forscher den Namen Takotsubo-Syndrom gegeben haben. In der Akutphase, und das wissen wir heute, das ist eigentlich eine der Hauptaussagen unserer Untersuchungen, hat die Erkrankung eine genauso gute oder schlechte Prognose wie der Herzinfarkt. Also trotz aller intensivmedizinischen Maßnahmen versterben genauso viele Patienten mit einem Takotsubo-Syndrom wie bei einem Herzinfarkt im Krankenhaus. In einem internationalen Register sammeln die Kardiologen in Zürich Fälle dieser Herzerkrankung. Die Ärzte wollen herausfinden, was genau sie auslöst. Die Krankheit ist selbst unter Medizinern nicht sehr bekannt. Wahrscheinlich wird sie oft übersehen. Trotzdem konnte das Team schon mehr als 1700 Fälle dokumentieren. Von jedem Patienten werten sie hunderte Daten aus. Alter, Geschlecht, Laborergebnisse und was am Tag der Herzattacke passiert ist. Etwa 90% der Patienten sind weiblich, die meisten nach den Wechseljahren. Viele hatten kurz vor der Herzattacke eine ungewöhnliche Belastung in ihrem Leben. Und bei etwa einem Drittel der Patienten war das eindeutig eine starke emotionale Belastung. Sie hatten einen Angehörigen verloren, Probleme im Job, Konflikte mit dem Partner oder anderen psychischen Stress. Aber wie können Gefühle das Herz so schwächen? Die Forscher vermuten die Ursache nicht im Herz selbst. Sie schauen sich das Gehirn der Patienten genau an. Dann können wir ja gleich beginnen mit den ersten Messungen. Das dauert jetzt nicht sehr lange. Das ist jetzt eine anatomische Messung. Im Gehirn der Patienten finden die Forscher charakteristische Veränderungen. Unter anderem sind bestimmte Regionen im sogenannten Mandelkern bei den Patienten zurückgebildet. Das ist auch ein ganz altes Hirngebiet, das sehr wesentlich ist für die Emotionskontrolle. Von dort nehmen viele Bahnen ihren Ursprung, die heruntersteigen bis zum Herzen unter anderem. Mithilfe von Fotos, die Gefühle provozieren, machen die Forscher weitere Untersuchungen. Die Tests zeigen, das Gehirn der Patienten reagiert ungewöhnlich stark auf die Bilder. Eine Hypothese ist, dass diese Patienten in Stresssituationen, das heißt in Situationen, wo sie bestimmte Reize oder Konstellationen nicht mehr bewältigen können, schneller in Stress geraten, weil ihnen die emotionalen Bewältigungsmechanismen fehlen. Möglicherweise können die Patienten Emotionen im Gehirn schlechter verarbeiten. Und das könnte sich aufs Herz auswirken. Ach,
ja kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.